Hallihallo liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Shadow Warrior. Ja, wir haben ja nun in der letzten Folge, hatten wir leichtes Problem gehabt, um aus diesem neuen Wald wieder rauszukommen. Und wir haben jetzt quasi den Partyboss. Wir sind im Kapitel 2 im Partyboss, dass der da offenbar ja schon vorbeigefahren ist, ne? Und wir wollen da auch einfach mal an der Stelle fortsetzen, weil da hatten wir ja nun, unser kleiner Kompagnon sagte ja, hey, der ist hier wohl irgendwie in der Nähe oder was, ne? Und ja, gucken wir einfach mal, ob wir dem Ganzen jetzt hier auch gerecht werden können, ne? Und ja, also ich bin gespannt, wie es auch von der Storyline her so weitergeht, ne? Was haben wir denn da? Tiefere Stürze Steuerung, um den Aufprall mit einer Ninja-Rolle abzufedern. Okay. Ja, stimmt, wir sind ja Ninja. Ne? Dran denken, Heilkräfte einsetzen, 2x D und mittlere Maustaste. Ich habe nämlich nochmal meine Steuerung ein bisschen umgestellt. Ich bin das jetzt irgendwie gewohnt, da die Zweitfeuerfunktion zu haben. Verschiedene Angriffe und dämonische Kräfte. Mehr Mana, Heilkräfte, ja, immer noch, hatten wir ja nun gerade schon, ne? Oh, und wir können zum Fortsetzen nicht eine, sondern die beliebige Taste drücken. So, und da sind wir auch schon wieder, also wir sind ja von da hinten gekommen, ne? Und unser Ziel ist nach wie vor, den Golem zu finden und das Nibutsaru Kage, Nobitsura Kage zu finden. Ne? Und ja, da würde ich sagen, da luschern wir einfach auf jeden Fall mal ein bisschen durch hier, wenn ich irgendwie was Schönes finden können. So. Gut. Wo könnten wir denn rein? In der Theorie wahrscheinlich hier. Oder auch nicht. Oh, wohl auch eher hier. Was habe ich hier gehört? Ich glaube, ich höre hier einfach schon wieder die Holzwürmer husten. Ha? Ach! Da hinten ist die Sau. Huch. Der hupt doch, oder was? Komm mal her hier, Kollege. Ja, das denke ich nämlich auch. Oh, kaputte Autos. Wo bist du hin? Da. Ja. Ich würde die gerne mal irgendwie schön mit so einem Shuriken irgendwie hier. Aber das ist wohl nicht so drin. Ja. Ist ja gut. Den haben wir enthauptet. Wir haben hier schön ein paar Points bekommen. Und wir heilen uns auch mal direkt hier. Das hatte ich zumindest für einen guten Plan. Hm? Was? Habe ich das Auto jetzt kaputt gemacht damit oder was? Na gut. Haben wir es eben kaputt gemacht. Ich wollte nochmal gucken. Man konnte auch irgendwie seine Waffe upgraden. Key-Kristalle haben wir nicht einen. Fähigkeiten. Waffen. Guck mal da. Waffen. Ein Revolver. Macht ihn extrem belastbar. Oh, ist ein neuer Abzug. Oder Pistolenhahn. Um ihn zum Schnellfeuermodus zu wechseln. Das finde ich gar nicht so scheiße. Besteht aus einer leichten und extrem haltbaren Legierung. Er steigert die Feuerrate um 20%. Okay, kann man auch hinten auch nehmen. Präzision erhöht um 50%. Und Muni. Wir haben 1000 Gold, hätte ich fast gesagt, Geld. Ach nee. Also dafür, finde ich, lohnt sich das jetzt erstmal noch nicht. Das war der Kriegkristall. Können wir hier irgendwie noch ein bisschen. Karma-Punkte haben wir einen.
In Himmelsteile haben wir ja nur Eisenkreis. Für den wahren Schwerkünstler ist der Kampf mit der Meditation Bewegung. Durch das Bündeln von Ki in einer Drehbewegung kann der Adept alle Gegner erschlagen, die ihn umgeben. Kombination AADD und dann den linken Mausbutton zum Aufladen gedrückt halten. Das klingt interessant. AADD. Gut, machen wir doch mal. Ja, bestenfalls ein Schwert, ne? Und ja, das finde ich gut. Kommt mal ran hier, Kinders. Ein schönes Fahrrad. Aber vielleicht sollte ich mir das auch klemmen, das hier in der Nähe von Autos zu machen. Weil ich habe das doch drauf. Dass ich mich hier wieder selbst verletze. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz. Ach, nee. Oder doch. Moment eben. Es wird gerade kurz schwarz für euch wahrscheinlich. Aber für mich ist das dann einfach nochmal so ein kleines. Ja. Danke. Zurück zum Spiel. Hallo? Vielleicht hätte ich das jetzt nicht unbedingt machen sollen. So. Gut. Ja, entschuldigt bitte diesen kleinen Fauxpas jetzt eben. Aber ich wollte ganz gern zumindest noch mir mal eine kleine Zeithilfe einstellen, ne? Weil sonst komme ich da auch manchmal so ein bisschen in die Bredouille. Das möchte ich dann sehr viel mehr machen. Gut, hier haben wir ein kleines Fässchen. Ich möchte wetten, das, was da drauf steht, ist es auch. Ja. Alter. Boah, ich sollte echt, glaube ich, keine Shooter spielen, so wie das gerade aussah, oder? Oh je, Mini. Ein brennendes Fahrrad oder was? Oder ist es das Öl von der Kette? Hm. Weiß es nicht genau. So, zeigt mal her hier. Zeigt euch, ihr Hunde. Das ist aber auch eine nette Nachbarschaft hier, ne? Sieht aus wie ein kleines Straßenfest gerade. Kann man das hier. Ne, das ist nicht zu öffnen. Revolverkugeln kriegen ganz fürchterlich viele. Hier ist schon wieder so eine. Ob ich nachher in so ein Teil noch einsteigen kann, oder was? Aber den haben wir doch schon wirklich in der ersten Folge ja direkt gesehen. Hm? Das beunruhigt mich doch ein kleines bisschen, dass er hier so rumsteht. Ah. Game Arcade, alles klar. Ergibt Sinn. Dass er denn da eben auch ist. Hier möchte ich gerne rein. Darf ich Moped fahren? Aber hey, der sieht fast aus wie meiner. Naja, nicht wirklich, aber... Nehmen wir das einfach mal so, ne? Gut, was haben wir denn hier? Hier kommen wir auch nirgendwo großartig rein. Ich wollte jetzt wirklich nochmal erstmal schauen, ob ich Japanisch lesen könnte, ne? Ob man nicht hier irgendwie noch wohin kommt, vielleicht ein Geheimnis entdecken kann oder so. Über einen Crouch-Jump oder was. Aber nee, funktioniert leider nicht. Ein schönes Polizeiauto kapern wäre doch auch mal was. Na gut, dann gehen wir hier in die Arcade Station rein, wa? Oh ja. Hm. Ob uns hier noch irgendwo gleich wieder einer erwartet? Ich hab ihn. Ach, da. Haben wir wieder Hard Reset? Na. Ja, ja, ja. Und kommt mal her, Kines. Boom. Na, da haben wir doch schön einen gemacht, wa? Das gefällt mir doch mal gut. Was?
Du wieder hier, oder was? Ja, cool. Serious Sam. Darf ich das zocken? Nee. Das ist schon cool. Hotline Miami. Oha, das kenne ich gar nicht. Gute Musik. Aber Hard Reset habe ich zum Beispiel auch nie gespielt. Serious Sam 3. Aha, ja. Ach, guck mal hier. Das ist ein Schränkchen. Mit Geld drin. Das würde ich ja ganz gerne hier jetzt reinvestieren können, ne? Aber darf ich scheinbar nicht. Aua. Ich habe schon wieder gemacht. Das kann doch nicht sein. Wie war denn das jetzt? So? Ja. Ja, das fühlt sich schon gut an, ja. Ah, das ist ein Oder. Hm, verstehe. Also mit AA oder DD. Also man muss einfach nur die Richtung korrekt angeben. Das ist ja nochmal viel, viel besser dann dadurch. Insert Coin. Ja, sehr gern doch. Aber geht nicht. Wir haben wieder Hotline und Hard Reset. Den haben wir ja gerade nur erfolgreich kaputt gemacht, ne? Ja, geil. Guckt mal hier. Also für alle, die sich unter dem ersten Teil einfach nichts vorstellen konnten, so ungefähr sah das damals aus, ne? Vor allem auch genau das User Interface, und man hat eigentlich nur einmal mit dem Schwert zugehauen und dann sind die auch so zerfallen. Aber es war schon wirklich beeindruckend damals für mich auch. Haha. Ah, das finde ich schon wieder echt sehr, 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 sehr geil. Gut, den können wir also nichts tun hier. Na? Haben wir was zum Nachladen? Nö. Können wir also nicht aufnehmen? Schlüssel erforderlich. Das heißt. Ja. Das heißt, wir brauchen ja also offenbar noch irgendwo einen Schlüssel her. Frage ist, woher, ne? Aber ich denke, der lässt sich finden. Ja. Ich hab's auch echt drauf, hier irgendwelchen Scheiß kaputt zu machen, ja. Und dann natürlich auch die Konsequenzen tragen zu müssen hier. Okay, Schlüssel hinter der Tür offenbar. Ach, ich habe hier einfach mal so einen Glückskeks. Baseball ist Unsinn. Ein Mann mit vier Bällen kann gar nicht laufen. Oho. Naja, ist ja auch irgendwie ein bisschen was Wahres dran wahrscheinlich, ne? So, der Manager. Der sieht aus, als wenn er es Serious Sam himself wäre. Oder war. Ein bisschen Kohle einkassiert. Wenn du jetzt auch explodierst hier, ne? Ich glaube, dann zweifle ich ein wenig an mir. Aber ich glaube, ich sollte einfach wirklich die Finger von technischen Geräten lassen. Ne? Wollen auch lieber hier so ein paar Statuen und Bücher und sowas kaputt kloppen. So, ich habe einen Schlüssel. Da müsste eigentlich da gleich wieder irgendwas auf mich zukommen. Ja. Was her hier? Oh, habe ich ja doch schon fast richtig vermutet, ne? Wo war denn jetzt? Wo war denn jetzt? Ach, da. Ah, das Blut sauber machen hier, wegmachen meine ich. So, einen wunderschönen guten Tag auch. Half of hell rode into town to get this thing. What's so special about the Nobitsurakage? Oh, Zilla never told you? Told me what? Told me what? Hello? Okay, also, wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber zu der Kiste zu gehen, uns eventuell über das ein oder andere Dach zu stöbern. Oder wir könnten hier direkt runterspringen. Ich werde einfach diesem Weg folgen. Ja, explodier du mal.
kommen wir denn hier hin? Also offenbar... Nee, doch, wir kommen wieder hoch. Okay. Denn... Ja, du darfst auch explodieren. Dann werden wir doch einfach mal gucken, ob hier keiner guckt. Da guckt auch niemand. Kommen wir denn hier rein? Sieht schon wieder nach so einer kleinen Jump-and-Run-Action aus. Gut, da ist die leuchtende Tür. Dann möchte ich doch bitte erstmal nochmal kurz nach hinten. Und zu luschern, was da so los ist. Hm? Hallo? Weil wir sind ja von der anderen Richtung gekommen. Frage ist nur, wie komme ich dann hier wieder hoch? Den haben wir schön geköpft. Oder die beiden haben wir schön geköpft. Ja, guck mal hier. Ein Stühlchen. Mit dem geht's auf die Schnauze. Was? Ach, jetzt sind wir... Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Tatsächlich? Das ist ja ärgerlich. Ach, die Cops waren ja da hinten. Na gut, also, dann habe ich diesen dicken Laster vorhin offenbar übersehen. Kann ja mal passieren, ne? So. War das dem hier? Ja. Hep. Und auf zur leuchtenden, güldenen Tür. Das sieht aus, als ob er uns kaputt machen kann. Nee, schade. Gut. Was haben wir hier? Ein paar Kisten wieder. Mit Municlips. Ein paar Bugs. Also, ne? Geld. Dich können wir hier... Ach, die können wir ein bisschen auseinanderhauen hier. Ist irgendwas drin? Nö. Noch ein bisschen hier den Bonsai stutzen. Geht auch nicht. Ach, du hast auch wieder einen so ein richtig angenagter hier, ja? Gut. Also, da können wir wieder raus. Was halt relativ Quatsch wäre. Meiner Meinung nach. Aber es hat da geleuchtet, ne? Seht ihr auch? Deswegen... Einfach mal runter. Was ist das denn? Okay, die kriegen wir nicht aufgeknüppelt hier. Medikit. Ein schönes Kunstwerk. Hm. Was ist das für eine seltsam leuchtende Geschichte hier? Nö, das bringt auch nichts. Hier liegen alle nur so ein bisschen zerstückelt und am Boden rum. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung. Ach ja. Wir haben Karma Plus. Und ein paar Schränkchen haben wir. Na, das gefällt doch. Da noch mehr Geld. So lasse ich mir das doch gefallen. Dann wollen wir gleich nochmal gucken. Auf U. Ne? Da haben wir jetzt ein bisschen was eingesammelt. Ob wir nicht hier nochmal ein paar Kräfte walten lassen können. Da, nee, Fähigkeiten. Wofür brauchte man dann noch die Karma-Punkte? Was haben wir gerade bekommen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kostet 1. Großes Schwertmesser. Irgendwie war mir so, als wenn man doch Karma so irgendwie bekommen hat. Hm. Da bin ich ja scheinbar jetzt gerade ein bisschen raus, ne? Kräfte. Dafür brauchen wir Ki-Kristalle. Schutz. Stoßwelle. Fluss.
Okay, gut, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen, dass man hier oben auch auswählen kann. Ist alles noch nicht verfügbar hier. Shuriken haben wir. Und wir haben 2000 Kohlen. Was war das? Extrem haltbar. Feuerrate. 20%. Präzision erhöht, Muni. Ne, ich hätte schon ganz gerne den Vidia-Hahn. Ne? Dann können wir damit nämlich schön zum Schnellfeuermodus wechseln. Das ist ja immer auch nochmal viel wert. Na gut, dann laufen wir noch einfach mal hier wieder zur güldenen Treppe. Nicht Treppe, Tür. Die Türtreppe. Ne? Machen wir unser Flashlight wieder aus. Gut. Hier kommen wir überall nicht rein. Das würde ich irgendwie ja ganz gern hier absäbeln können. Vielleicht so. Fupp. Ne, das hat wohl nicht so gut geklappt zumindest. Hier ist noch wieder so eine olle Tür. Was ist denn hier? Ach ja. Was hast du denn hier? Noch mehr, ja? Der fliegt einfach mal weg. Treffen wir gelernt sein, habe ich gehört. Halt doch mal um. Was mit dir? Ja, jeder kommt mal ran hier. Ist alles kein Problem. Na, bitte. Komm mal ran hier, Kollege. Ja, komm zu ihm hier. Komm. Put. Ja, das sieht schon. Und so ist das schön. So gefällt mir das doch. Protecting her or massacring everything else. Apparently it's all the same to them. Ja, das kann man wohl so gelten lassen. Gut, hier haben wir wieder so ein bläuliches Tor, einen schwarzen Abwasserkanal, in den wir nicht reinfallen können. Was war hier jetzt noch gleich Phase? Mussten wir das damit machen? Nee. Gut, ich bin gerade ganz leicht raus. Wie war das noch bei dem? Ja. So war es definitiv nicht. Ich sollte mir das abgewöhnen, auf irgendwelche Dinge raufzuhauen. Das ist, glaube ich, sinnvoller für mich. Ach, ja, schon wieder eine leuchtende Tür. So hat man sich geheilt, aber da kommt nichts mehr weiter bei rum. Ach ja, und jetzt leuchtet das hier unten auch. Unsere Laterne. Und boom. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Okay. Und hoch. Nee, da nicht. Hier bitte. Ob jetzt gleich wieder irgendwas auf uns zugesprungen kommt hier? Man könnte ja gut sein, ne? Wir haben ja nun schließlich einen Key-Kristall. Das ist ja hört schön. Das gefällt mir ja gut. Da werde ich auch gleich mal kurz reingucken. Hä? So nicht, Kollege. Ich glaube, ich habe da gerade eine Tür aufgemacht. Da ist Geld drin. Da bin ich einmal gespannt, wo das hier jetzt weitergeht.